Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroEP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind wieder im Fenmont, ganz am Anfang. Ich habe das Spiel nochmal neu angefangen. Wir spielen jetzt nochmal durch. Wo die Leute auf einmal herkommen, weiß ich nicht, aber ja. ja, irgendwas ist im Labor passiert. Eine Wissenschaftlerin hat für Aujol rumspioniert. Alles ist explodiert, nehme ich mal an, und so weiter und so fort. Und wir müssen immer noch, wie schon seit Part 1, die Lanze von Kresnik finden. Ja, das ist die Story von Tales of Xillia. Jedenfalls, die Lanze von Kresnik, die war doch in diesem einen Raum, aber. Also, wieso kann ich nicht da hinten hin? Suchen wir nach der Lanze von Kresnik. Sagst du was auch? War gut. Jude, was? Was ist dieser eine Raum denn da? Ja, warum nicht? Darf ich nicht, darf ich nicht sozial interagieren mit den Leuten? Was soll das? Und irgendwie erinnert mich die Musik hier an Oblivion. Also die Elder Scrolls Oblivion. Möchte ich jetzt nur mal anmerken. So. Ah, komm schon. Boah. Muss ich wieder den ganzen Weg da rumlaufen? Okay. Ja, aber ich möchte noch zu diesem einen Gebiet hingehen, wo was wir noch nicht erkundet haben. Da wird bestimmt nichts Brauchbares zu finden sein. Aber hallo, Truhen. Ich haben. Bin geizig. Ich weiß nicht, war das hier schon? Hä? Doesn't sound like knocking will get us in. The Lance of Kresnik is just beyond this door. There's got to be another way in. Let's look for it. So. Na gut. Stimmt, hier hinter war die. Wir sind keine Monster mehr. Gut. Wenn ich jetzt nur wüsste, welche Tür oder welches Gebiet hier. Oder war ich hier schon? War ich hier schon überall? Na, ich würde mal sagen, hier hoch, ne? Da ist doch hier. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Wenn wir ja noch den ersten Part angucken können. Welchen ersten Part? Aber den fünften oder sechsten Part, glaube ich. Na gut. Also der Karte nach zu urteilen scheine ich hier viel gesammelt zu haben. Da ist eine Truhe, da sind zwei Truhen, was? Das ist sehr verdächtig. Irgendwie her damit. Boah. Was ist das denn? Ja, okay, war ja klar, dass hier nicht so wertvolle Sachen drin sind. Und hey. Hatten wir das nicht schon mal? Okay, wenn wir da rein müssen, dann gehen wir erst da. Wo kommen wir dann hin? Da, wo kommen wir jetzt hin? Ach, jetzt sind wir wieder in so einen Raum. Hallo, kann ich mal irgendjemand hier die Leute hier rausholen? Da ist nicht der Raum, wo wir am Anfang waren, oder? Der war doch auf der rechten Seite im ersten Raum, glaube ich. Er hat das nicht gebracht. Gut. Dann gehen wir raus hier. Blah. Und dann gehen wir den Geräuschen auf den Grund. Ich habe voller Déjà-vu aus irgendeinem Grund. So. Who is there? You okay? I don't know anything. I'm sorry. Isn't she? It's the mayor. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Die kam mir auch bekannt vor. The mayor of Hamil? They did say that the Rashigal army invaded the village. Ah, all the villagers, Rose and Solid. No, no. Hey, come back to us. Don't give up. Oh no, Mayor.
over again. Was so? Wo ist sie hin? The villagers were frozen solid. What could that mean? Is this what Gaius's henchwoman meant when she said the power of a great spirit? This woman was knocking on death's door. She might have been delusional. Either way, this is unforgivable. I wonder if it'll work the same. Okay, und du weißt, wie man das Ding bedient. Der Tod der Bürgermeisterin. Are you thinking about the mayor? I understand how you feel. My teacher at school was killed by that same awful machine. It's not that. It's that I'm not actually sad at all. Is Elise a heartless monster? Elise. Do you think she got what she deserved? Of course not. The mayor suffered horribly. What happened was so awful. Would a heartless monster get so mad about what happened to the mayor? Would she shed tears over it? No, I guess not. We have to destroy that stupid Lance. Elise ist nie ein herzloses Monster. Nur damit wir es schon mal klarstellen. Oh, Truhe. 500 galt. Was? Warum so wenig? Na gut. Can this contraption help us? It might let us look in on the Lance. Here's the video feed. That's remarkable, Jude. There's nothing there. Huh? The Lance of Kresnik is gone. Did that explosion destroy it? Surely it would leave some wreckage behind. Perhaps the Lance was moved before the explosion occurred. That's the only logical explanation. But moved to where? Mila, look. I found a recording of what happened. Is that the spy Mr. Eldon talked about? That girl. She's the one from our last visit. Oh nein, die verrückte Psychopathin. She was the one that attacked us. Hey, what she got there? It looks like someone discovered her ruse, so she detonated a bomb. But isn't she a Najul spy? If I were in her shoes, I wouldn't risk my life like that even if my cover was blown. In the game of espionage, a dead body can still provide valuable intel. Then how about this? Maybe she planned to blow up the Lance all along, and Mr. Eldon finding her was just a coincidence. If Jude's theory is true, then it's likely that the girl didn't know the Lance had left the facility. That means she's now either on her way to the location where the Lance was taken, or trying to find out where that location is. In either case, we might find out something if we can catch her. According to the timestamp on the video, the explosion only happened half an hour ago. Then she's probably still in the city. We need to find that girl. Oh nein. Ich spüre, wie sich ein Bosskampf nähert. Und wenn er genauso abläuft wie beim ersten Mal, dann kriegen wir Probleme. So, erstmal raus. Halt den Fernmann Ausschau nach dem Mädchen in Rot. Ich bin ja... Ich frage mich ja... Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch jetzt zu diesen Chimeriaden oder wie auch immer die Dinge heißen, angehört. Weil, wenn man da von dem Intro hier... Wenn man sich das Intro ansieht, dann sind ein bisschen offensichtlich. Ja. Müsste eigentlich. Dann wäre sie, Wingull, Presser und der Schrank. Ich vergesse immer seinen Namen. Die vier Chimeriaden. Schulgeschichten, Teil 1. You went to medical school here, didn't you? Young students burning with passion, living their dreams. I bet you missed those days. Not really. We studied and trained all day, every day. I never did anything particularly memorable. Lame. That is so you. Even those days of toil will one day be treasures to you. I would have liked to have gone to school myself. You should have. Maybe you'd have learned how to behave like a normal person.
Did you go to school, Leia? Sure did. I was the class vice president. Oh, then going to school doesn't seem to help with behavior at all. You might be right about that. Hey, wait a minute. Ja, ich hab schon irgendwie Kong gesehen. Ja gut. Ja, wir suchen immer noch die Verrückte. Das hier sieht ja hier schon sehr einladend aus, aber ich möchte meine 50 Gold abholen, Eisensand. Na gut, falls jetzt aber wirklich ein Bosskampf kommt, dann würde ich lieber erstmal speicheln. Nur so. Weil das riecht schon, das stinkt schon danach. Wer weiß, vielleicht ist sie ja etwas stärkerer Boss. Also Presser und Super Saiyajin Wingull waren zwar auch stark, aber jetzt nicht so, fand ich. Also habe ich schon schlimmere Bosse hier gesehen, wie zum Beispiel diese Motte. Ja. Hä? Was? Was war das? Bestiendung? Also. Okay. Hier scheint es ja nicht zu sein. Halt den Fanmod auch schon nach dem Mädchen in Rot. Ja, ich war oben noch gar nicht. Verdammt. In der Medizinschule von Jude. Professor Dr. Jude Mattis. Ja, gehen wir mal nach oben. Dann hätte ich mir vielleicht so ein Erfahrungs- und Dingensgericht reinballern sollen. Ja, warte mal, wenn gleich wirklich ein Bosskampf kommt, dann würde ich lieber hier so ein mehr Erfahrung und mehr Galt Gericht reinballern, weil das wird sich ja besser machen. Und hier bin ich richtig. Für eins, was viel Galt und viel Erfahrungspunkte nach dem Kampf gibt. Wenn er zum Beispiel irgendwie was mit 5000 Erfahrungspunkte oder irgendwie so gibt, dann wird sich das schon lohnen. So, 50. Oh mein Gott. Ich brauche nur einen. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass nicht zwei Kämpfe dazwischen kommen. Also warte, ich mache jetzt kurz einen Schnitt. Einfach so. Weil ich es kann. Und dann suchen wir das Mädchen im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage schon mal Tschüss.